meisten Schwächen und Einschränkungen ergeben sich aus der Symptomatik, also aus dem Bereich Konzentrationsstörung, Hyperaktivität, Impulsivität. Das kann sein, dass Betroffenen schwerfällt, sich zu konzentrieren über längere Zeit, Aufgaben zu priorisieren, fangen vieles an, bringen nichts zu Ende, haben dann also auch Schwierigkeiten mit der Ablenkbarkeit, sind leicht ablenkbar, vergessen einiges zurückzurufen, Rechnungen zu bezahlen zum Beispiel. Und in der Hyperaktivität, Impulsivität, um jetzt nur einige zu nennen, das ausgeprägte Ungeduldigsein, dazwischenreden, rausplatzen mit der Antwort, ohne über die Antwort selber oder die Konsequenz nachzudenken und teilweise auch das Stören von anderen Menschen, impulsiv dann zu reagieren. Das sind so einige Einschränkungen, die dann für die Betroffenen vorhanden sein können. Stärken gibt es bei ADHS viele. Viele Betroffenen haben hohes Energielevel, eine hohe Begeisterungsfähigkeit, können sich und andere für ein Thema motivieren. Wir stellen auch in der Sprechstunde fest, dass wir viele Menschen mit sehr kreativen Berufen haben. Also auch da diese Schnelligkeit des Denkens, diese Assoziationsfähigkeit, das ist was Betroffene auszeichnet, als auch eine Flexibilität im Umgang mit neuen Situationen. Das sind Stärken, die sehr gut auch einzusetzen sind. Wichtig ist, sich nochmal bewusst zu machen, dass ADHS auch mit einigen Stärken einhergehen kann und die gilt es herauszufinden. Wichtig ist also, dass jemand seine Nische findet, sowohl beruflich als auch privat, wo er die Stärken, die sich daraus ergeben, optimal dann auch einsetzen kann und sich entfalten kann. Was die Schwächen angeht, auch da hilft es, sich über ADHS zu informieren, sich gut kennenzulernen und dann zu überlegen, inwiefern eine medikamentöse oder psychotherapeutische Behandlung auch in Frage kommt. Manchmal kann es auch einfach Ausdauersport sein, der schon als sehr hilfreich empfunden wird.